Diese Amateuraufnahmen sollen zeigen, wie tausende Venezolaner die Kontrollen an der Grenze zu Kolumbien überwinden und ins Nachbarland strömen. Dabei klettern sie über einen quergestellten Container. Wegen der schweren Wirtschaftskrise in Venezuela suchen sie in Kolumbien Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Arbeit. Im Streit um die Lieferung von Hilfsgütern hatte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro die Grenze zu Kolumbien Ende Februar schließen lassen. Dennoch überqueren jeden Tag zahlreiche Bürger seines Landes über Schleichwege die Grenze. Dies war zuletzt allerdings schwierig, weil der Grenzfluss Táchira zu viel Wasser führte. Unterdessen hat die verfassungsgebende Versammlung in Venezuela den Weg für einen Prozess gegen Oppositionsführer Juan Guaidó freigemacht. Dies könnte auch dazu führen, dass der selbsternannte Interimspräsident ins Gefängnis muss. Das Dekret der verfassungsgebenden Versammlung, die Präsident Nicolas Maduro nahesteht, ist nötig, damit das oberste Gericht ein Verfahren gegen Guaidó vorantreiben kann. Guaidó hatte am Montag erklärt, dass die verfassungsgebende Versammlung ihm nicht auf legalem Weg die Immunität entziehen könne.